der Komödie am Quai feierte das Stück Alles für Mama Premiere. Es erzählt die Geschichte von drei Söhnen, die bereit sind, für ihre Mutter zum Äußersten zu gehen. Alles für Mama. Alles für Mama. Alles für Mama. Es heißt ja, dass die Mutter die erste große Liebe eines Mannes ist. So toll ist das Stück, dieser Liebe zur Mama gewidmet ist. Also das stimme ich absolut zu, ja. Ich kann das schwer beurteilen, weil ich weder ein Mann bin noch einen Sohn habe. Aber ich habe zwei Töchter und ich finde, das passt auch. Durchaus, weil er saugt an ihren Brüsten. Es ist eigentlich eine sehr intime Situation zwischen Sohn und Mutter. Also ich könnte mir vorstellen, dass das so ist, ja. Wer ist denn das? Pronto! Mama? Mama! Die Mutter hat ihn 9 Monate beherbergt. Das ist die erste Wohnstätte, die man hat und die erste Akzeptanz, die ein Lebewesen erfährt. Die Aufnahme in der Gebärmutter und das bleibt für ewig. Hätten Sie für Ihre Eltern auch alles getan? Mir fehlt die kriminelle Energie. Ich würde auch bis zum Letzten gehen, um dass die beiden glücklich und gesund sind. Ja, also ich würde alles tun und ich habe es auch getan und tue es immer noch. Und ich finde das wahnsinnig wichtig und irgendwie ist das ein Bedürfnis, das für mich selbstverständlich ist. Aber Erpressen und solche Sachen, das liegt mir nicht so sehr.